Heute lernen wir, wie man Bruchterme kürzt. Merk den Spruch, die Summen kürzen nur die Dummen. Ist nicht böse gemeint, aber weil sich so schön reimt, merkt sich man schneller. Erst muss man den Unterschied zwischen Summe und Produkt verstehen. Beispiel A ist eine Summe. Summand. Plus. Summand. Man muss den ganzen Term betrachten. Beispiel B ist ein Produkt. Ich muss den gesamten Term betrachten. Erste Klammer ist erster Faktor. Und zweite Klammer ist zweiter Faktor. Beispiel C ist eine Differenz, aber jede Differenz kann man in Summe umwandeln. 3 minus 4 ist gleich 3 plus minus 4. Deswegen gilt der Spruch auch für Differenzen. Beispiel D ist wieder ein Produkt. Ich muss wieder den gesamten Term betrachten, nicht die Differenz in Klammern, sondern gesamten Term, Faktor mal. Faktor. Merke, ich darf nur Faktoren kürzen. Die Summen kürzen nur die Dummen. Probiere selber ein paar Beispiele. Bestimme, welches Beispiel ist ein Produkt und welches eine Summe. Du hast eine Minute Zeit. Und jetzt sind wir bereit, ein paar Termen zu kürzen. Beispiel A kann man direkt kürzen, weil da beide Zähler und Nenner schon faktorisiert sind. Wir kürzen Faktoren im Zähler mit den Faktoren im Nenner.
Beispiel B darf man nicht gleich kürzen, weil die Summen kürzen nur die Dummen. Vergiss nicht, ist nicht böse gemeint, nur schön gereimt. Wir müssen erst faktorisieren, das bedeutet in Produkt umwandeln. Wir sollen an mindestens zwei Varianten denken, herausheben oder an die binomischen Formeln. In unserem Beispiel kommt herausheben in Frage. Und jetzt können wir wieder kürzen. Faktoren im Zähler mit Faktoren im Nenner. Beispiel C ist noch komplizierter. Wir dürfen wieder nicht kürzen, weil im Nenner findet man eine Summe und im Zähler eine Differenz. Wir müssen Zähler und Nenner faktorisieren, ein Produkt rausmachen. In diesem Fall können wir im Zähler herausheben. Im Nenner muss man die binomische Formeln rückwärts anwenden. Und jetzt haben wir im Zähler ein Produkt, im Nenner ebenso, deswegen ist jetzt Kürzen wieder erlaubt. Folgende drei Beispiele kannst du selber versuchen, aber nicht vergessen, die Summe kürzen nur die Dummen, nicht böse gemeint, sondern nur schön gereimt.